Hommag-Plattenaufteiltechnik entwickelt Sägen für die Aufteilung von größeren Spanplatten im Bereich der Möbelindustrie und des Handwerks. Zum Teil sind diese Maschinen teilautomatisiert, das bedeutet, in der Maschine selbst sind die Prozesse automatisiert, jedoch die Zuführung der Materialien und das Handling der Materialien wird noch manuell vom Maschinenbediener ausgeführt. Und hierzu haben wir ein Assistenzsystem entwickelt, das im Prinzip den Maschinenbediener navigiert. Aktuell fokussieren wir die Mensch-Maschinen-Interaktion. Das bedeutet, wir überlegen uns, wie können wir den Maschinenbediener in Zukunft assistieren? Wie können wir die Maschine, den Einstieg in die Maschine leichter gestalten? Wie können wir den Fachkräftemangel entgegenwirken? Und genau diese Gedanken haben zum IntelliGuide-System geführt. Aktuell ist der Maschinenbediener noch an den Bildschirm gebunden. Das bedeutet, er folgt einer Ablaufgrafik auf dem Bildschirm, was wiederum heißt, dass er die Visualisierung übertragen muss in den echten Handlingsbereich. Das Assistenzsystem bietet Ihnen so weit Vorteil, dass er direkt auf die Werkstücke drauf projiziert bekommt, was er zu tun hat und nicht mehr auf diesen Bildschirm blicken muss. Das heißt, hier sparen wir schon mal enorm an Zeit. Ein weiterer Punkt ist, es trackt die Werkstücke und verfolgt, was der Maschinenbediener macht. Das bedeutet, wenn der Maschinenbediener ein falsches Werkstück einlegt in die Maschine, stoppt die Maschine den Einzug. Oder wenn er ein anderes Werkstück zum Beispiel vertauscht, wird dafür dann dementsprechend der Schnittplan abgerufen. Das bedeutet, wir gehen hier in die Richtung Null-Fehler-Produktion. Mit IntelliGuide haben wir es zum allerersten Mal geschafft, dass die Plattenaufteilanlage auf den Maschinenbediener reagiert. Machine Learning setzen wir in dem Bereich ein, zum Beispiel für die Dekorerkennung und damit dieses Teile-Tracking. Man muss sich vorstellen, jedes Jahr kommen ca. 300 neue Dekore auf den Markt. Und uns war die Herausforderung gestellt, schwarze Dekore auf schwarzem Hintergrund zum Beispiel erkennen oder hochglänzende Materialien zu erkennen, ohne zu wissen, welche Materialien eigentlich jetzt dargelegt werden. Und das war die Herausforderung auch für Machine Learning. Ein weiterer Punkt ist diese hohe Performance-Ansprüche. Das bedeutet, wir können mehrmals in der Sekunde können wir feststellen, wo sich welche Werkstücke befinden. Und da haben wir auch natürlich Umwelteinflüsse wie Verdeckung von Hände oder Verdeckung durch Maschinen oder die Bauteile sind größer als unser Bildbereich. Machine Learning eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten in der Programmierung. Mit konservativer Programmierung sind wir relativ schnell an die Grenzen gestoßen, wobei wir mit Machine Learning wesentlich weiter gekommen sind und das in kürzerer Zeit. Das bedeutet allein die Dekorerkennung mit ihren unterschiedlichen Umwelteinflüssen wäre undenkbar gewesen in der konservativen Programmierung. Für Machine Learning benötigen Sie ein interdisziplinäres Team. Setzen Sie sich mit Ihren Experten zusammen und schauen Sie, welche Daten Ihnen zur Verfügung stehen und wo es Sinn macht, Machine Learning sinnvoll einzusetzen. Starten Sie ein kleines Projekt und setzen sich ein niedriges Ziel. Denn der Hunger kommt mit dem Essen.